Bonjour. Die Tübinger Altstadt ist echt ein Albtraum für jeden Tonmenschen. Überall Geschrei, überall Baulärm und alle paar Meter nervt einen irgendein Tübinger Bürger mit irgendwelchen Fisimatenten. Ihr wisst nicht, was das heißt? Wir finden mal raus, was das bedeutet. Spiränzchen. Blödsinn, sinnloses Zeug. Das sind Sachen, wo nicht so funktioniert, wo einfach keinen Spaß macht. Ne? Unangenehme Eigenschaften. Dummheiten? Weiß ich auch nicht. Oder sowas denn, der soll keine fiese Hände machen. Blödsinn machen. Mag keinen Scheißdreck. Das sind, glaube ich, so Faxen. Richtig. Fisimatenten bedeutet so viel wie Albernheiten oder Faxen. Aber wo kommt das her? Schwer zu erklären, ja. Ich kenne es aus dem Ostdeutschen. Bestimmt aus dem Schwäbischen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich auch irgendwas komisches Schwäbisches. Das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen aus dem norddeutschen Raum her kommend an. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ja, mehr weiß ich nicht. Das hat mein Großvater immer gesagt. Ein Name noch. Aus Frankreich irgendwo. Fisimatente kommt vom Französischen Visite ma Torte. Exakt. Deutschland war ein paar Mal von den Franzosen besetzt. Wenn ein junges Mädchen in das Blickfeld eines französischen Soldaten geriet, sagte der gerne mal Visite ma Tante. Zu Deutsch, Besuch mein Zelt. Die Eltern des Mädchens fanden das weniger toll. Da hieß es dann, mach mir ja keine Fisimatente. Im Sinne von, mach ja keinen Unsinn. Die Erklärung ist aber eher unwahrscheinlich, denn vermutlich ist das Wort wesentlich älter und kommt aus dem Lateinischen. Naja, ich fand die andere Erklärung besser. Für mich war das genug Französisch für heute. Au revoir.